Helfen, sprechen. Warum kann man jetzt helfen und sprechen wechseln? Gabe hat ihr wirklich viel bedeutet. Helfen wir natürlich, ist ja klar. Zeige ich euch die Therapie zu Bakuni. Ich glaube, dass er fort ist. Ja. Er ist der einzige Grund, warum. Sorry, Alex. Ich komme gleich klar. Wir sind die beste Community. Ja, ja, klar. Andere so, ja. Ey, coolen Stream, den du hier machst und so. Und dann hier in der Community ist halt so, ey, cool, dass ich durch dich heute wieder depressiv wurde. Ja, nice. Warte, so. Jetzt, was soll ich ansprechen? Musik, Getränk, Videospiel, Kicker. Den Kicker. Das hat sie verbunden. Oder Musik. Würde ich sagen. Erstmal den Kicker, oder? Ach so. Ah. Hast du Bock auf ein Match? Hat Gabe dir von unseren Spielen erzählt? Hatte eine Vermutung. Zack. Ich hab es mir gedacht. Naja, du lagst richtig. Ich glaube, jetzt ist kein guter Moment. Also ich kann nur eins machen, okay. Was für war das jetzt? Na gut. Ich dachte gerade, jetzt haben wir uns das Falsche ausgesucht. Also dann bis fünf? Ja, von mir aus. Aber wäre jetzt irgendwo was unterschiedlich gewesen? Weiß das jemand? War das jetzt schon Wie was Gutes? Wie oft haben du und Gabe gespielt? Das war eins unserer Lieblingsspiele. Wenn wir das? Dann musst du echt gut sein. Mhm. Ah, S ist hier. Und DF ist das andere. Okay. Du warst in einer Band, oder? Ja. Was spielst du? Drums. Oh, das ist voll schwer, Mann! Wie lange hast du mit ihnen gespielt? Zu lange. Ja! Da ist er doch. Verstehe. Ey, das ist richtig schwer. Ja, das ist richtig... da! Bin der Beste. Easy. Aber ist es jetzt gut, wenn wir sie fertig machen? Ist es jetzt... Ist es... Oder ist es egal? Beste in dem Spiel. Da kann mir keiner was. Da kann mir keiner was. 5 Punkte. Hab gewonnen. Wow. Was eine Überraschung. Aber war das jetzt klug? Du hast dein Bestes gegeben. Ich meine, das war offensichtlich nicht mein Bestes. Nein. Ist okay. Ist ja auch nicht so leicht. Ich hätte sie gewinnen lassen. Erfordert Skill. Huch. Timing. Und unbedingt. Du hast auch Kicker genommen, okay. Oh. Ist das so, ja? Ich wollte auch nicht Musik nehmen, weil das hört man hier eh nicht, wegen lizenzfreier Musik und so ein Scheiß. Hm. Aber die Flasche hätten wir vielleicht auch nehmen können, ne? Ja, die Menge liebt mich. Es ist super, mit dir zu spielen. Was nehmen wir? Ich habe nicht ganz zugehört, muss ich ehrlich sagen gerade. Oben. Das hier, wollen wir das nehmen? Oder das untere? Mit oben meinst du die obere Auswahl? Okay. Oh, hörst du das? Wie das Publikum jubelt und feiert. Wir lieben dich, Alex! Der ist scheiße! Okay, fick dich. Ich will eine Revanche. Dann los! Jetzt lassen wir sie gewinnen, oder? Bereite mich jetzt auch mal vor. Okay, mach das und wünsche dir Diesmal viel Spaß. Werde ich mir auch Mühe geben. Also gib alles. Ich konzentriere mich. Gut, wir wollen ja nicht, dass du abgelenkt wirst oder so. Ja, bestimmt.
Wir lassen sie. Wir machen knappen. Wir machen knappen, okay? Wir verlieren, aber knapp. Die beste Nordwestman aller Zeiten. Los! Ist das dein Versuch, mich abzulenken? Natürlich nicht. Sleater Kinney, falls du es wissen wolltest. Jetzt, den lassen wir wieder rein. Machst du fertig? Na klar. Lass sie gewinnen. Ja, aber wir müssen so, ne, spannend gestalten. Sonst ist das zu auffällig, dass wir sie gewinnen lassen haben, wisst ihr? Jetzt kann sie erstmal wieder einen Punkt machen. Jetzt machen wir noch ein. Aber sie ist auch echt nicht gut, ne? Wann kommt der Online-Modus davon raus? Der hat ja gar nichts gemacht. Und jetzt lassen wir sie gewinnen. Jetzt lassen wir sie gewinnen, okay? Knapp oder deutlich ist egal. Beides ergibt das gleiche. Ja, aber so, weißt du, für das Gefühl. Oh, ja. Los, noch ein Match. Ich weiß nicht. Ach, komm schon. Gabe würde sich nie mit einem Gleichstand zufrieden geben. Nein. Na dann, abgemacht. Aber wir lassen sie gewinnen, okay. Wir lassen sie gewinnen. Okay, aber einen machen wir noch. Um alles. Dann streng dich an. Bei diesem Spiel darf man sich auf keinen Fall ablenken lassen. Absolut. Es ist easy gegen sie, sagen wir ehrlich, oder? Auf 5 rein, hey, sagst du? Sag mal, stehst du auf Frauen? Wir machen beides erstmal. Mehr Auswahl und so, ihr wisst, was ich meine. Solange sie mein Typ ist. Was ist denn dein Typ? Ich sag's dir, wenn ich die Person treffe. Das geht ja ewig sonst. Nein, wir machen das. Was? Wie überzeugt warst du, dass das funktioniert? Von 1 bis 10? So circa 3? Nein, du hast sie gekorbt. Hä, wieso? Ich hab doch auf beides gemacht. Dann ist es doch okay. Komm, wir lassen ihn reingehen. Na komm. Oh, fuck yes, na endlich! Die Festung Chen wurde zerstört! Okay, wir hätten doch gewinnen sollen, so wie die jetzt abgeht. Ah, du hast. Aber habe ich das aus. War da noch eine Auswahl? Danke. Ach du Scheiße. Du bist ein besserer Verlierer als Gabe. Das macht keinen Spaß. Dann habt ihr die Auswahl nicht noch gesehen. Tut mir leid, dir den Sieg zu verderben. Irgendwie verrückt, dass du genau wusstest, was mich aufmuntern würde. Naja, dazu gehören immer 2. Hätte es jetzt machen müssen. Na, okay, das habe ich nicht gesehen. Irgendwann geht das bestimmt, hoffentlich. Irgendwie so. Und was machst du jetzt? Was meinst du? Na, die Scheiße mit Mac. Der lügt so krass. Eindeutig ein Lügner. Muss mehr erfahren. Ich glaube, ich muss auch tatsächlich mehr erfahren. Weil das ist zu offensichtlich. Das ist nie offensichtlich. Ich weiß nicht, was mit Mac los ist. Was er sagt, macht keinen Sinn. Ja. Ich weiß, ich muss herausfinden, was genau an diesem Abend passiert ist. Für mich selbst und für Gabe. Du kannst auf mich zählen. Egal, was kommt. Danke. Das bedeutet mir viel. Ich muss zurück zur Arbeit. Okay. Und außerdem, jetzt schon direkt mit ihr ins Bett oder so, das wäre zu früh. Wir sind eine Frau. Wir möchten erobert werden. Das ist ganz klar. Also vom Namen her sind wir wahrscheinlich dann eher die... Der Mann in der Beziehung, ich kenne mich da nicht so aus. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine.
Ich bin sicher, dass Gabe angerufen hat. Aber hat Mac die Explosion Uni, nur ausgelöst, weil er sich... Alter Hannes. Heiko, was geht? Was geht, was geht? Finde die Vorstellung voll komisch. Och, finde das jetzt nicht so komisch irgendwie, aber... Miau wäre der Spruch. Was für ein Spruch. Bei Lesben gilt das nicht, okay? Ist was bei Lesben nicht auch so, dass es da immer so ein Mannrolle und Frau-Rolle gibt oder so? Ich habe keine Ahnung. Kenne mich da nicht aus. Aber wisst ihr, was wir mal wieder mal versuchen können? Den Highscore zu knacken. Muss es nicht geben. Nee, dass es das nicht geben muss, das ist klar. Das ist klar. Ich muss sagen, das Spiel, wenn ich das ehrlich in meiner Bude stehen hätte, wäre ich da doch dabei. Telefon? Ach, der Automat, sagst du. Ja, der Automat. Warte mal, wie war denn die Steuerung nochmal? Okay, ich weiß, easy. Ich wollte da nicht runter. Hoch. Okay, lieber runter. Ey, es war so klar. Was sagt ihr, schaffen wir den Highscore? Weil jetzt, wo Gabe ja nicht mehr da ist, müssen wir irgendwie den Highscore schaffen, oder? Boah, Abfahrt. Ey, drei Geister schon am Start, ne? Was macht dieses Licht? Boah, nice, dass er hochgeht, ey. Ehrengeist. Was macht dann dieses Licht? Weiß es jemand? Kennt sich jemand mit dem Spiel hier aus? Machen wir bis zum Highscore, ey? Wird schwer. Aber ich will zumindest eine Platzierung haben. Beim letzten Mal, als ich es versucht habe, war nicht mal eine Platzierung. Schnell. Rauf. Ist halt ehrlich so. Und moin Felix, na? Schaut doch, jetzt gehen wieder. Ja. Juhu. Okay, das war ein bisschen dumm von mir. Gebe ich offen und ehrlich zu. Destiny 2 soll ich mal zocken, sagst du? Ich hab das tatsächlich auch schon. Da bin ich ja im letzten Mal schon drauf gegangen. Ich glaube, das wird nichts mit meinem Highscore. Ja. Destiny 2 tatsächlich schon mal gezockt. Aber irgendwie nie so richtig mit warm geworden. Zweimal beim gleichen draufgegangen, das kannst du keinem erzählen. Ja. Runter. Kannst du Musikwünsche hinzufügen? Wo meinst du jetzt? Wir haben es geschafft. Wir dürfen nicht einmal mehr drauf gehen. Wenn ich hier durch bin, lese ich mir das alles durch da. Ich muss mich einmal konzentrieren. Wir müssen mindestens auf Platzierung kommen. Und ich glaube, wir müssen dafür zwei haben. 2000 müssen wir dafür, glaube ich, schaffen. Boah, scheiße. Nächster Geist. Aber den Sprung schafft man, okay. Hey, was für das... Oh, komm. Was haltet ihr von dem Sound so generell mal ein bisschen im Hintergrund laufen zu lassen? So, jetzt aber.
bei dem Licht bekommt man Free Dias. Naja, klar. Ich habe im Discord was reingeschrieben. Das ist die zweite, das habe ich gesagt. Kannst du Musikwünsche hinzufügen für Kanalpunkte oder halt kostenlos, je nachdem. Also echte Musikstücke ist immer schwer, weil es muss ja alles copyfreie Musik sein, ne? Also Copyright-Musik, ne? So, glaube ich, nennt man das. Ena hat für 2000 Punkte Lied singen. Da bin ich raus, tatsächlich. Bei mir ist der Depp drin, das ist unangenehm, das langt mir. Also wenn du zum Beispiel Minecraft spielen, wie gesagt, das ist halt immer schwer wegen den Lizenzen und so. Kommen wir gleich wieder. Meine Freundin ruft mich, aber dann immer schnell hin. Okay. So, muss sagen, ich habe jetzt gerade auch nicht ganz gecheckt, was ich mir noch machen sollen. Wir können mal hier auf dem Handy gucken. Wir haben eine SMS. Oha, jetzt nicht die komischen Glückwünsche. Die komischen Trauernachrichten, Alter. Alex, es tut mir so leid. Lass es mich bitte wissen, falls es irgendwas gibt, das ich für dich tun kann. Chat. Morgen, Alex, hast du meine Notiz bekommen? Ich veranstalte eine kleine Trauerfeier für Gabe heute um 9 Uhr. Falls du dich uns anschließen möchtest, kein Druck. Danke, Jett. Ich komme gleich runter. Freut mich zu hören. Steph, tut mir leid, dass ich wie eine Verrückte rausrennen musste. Freue mich darauf, dich heute Abend in der Laterne richtig kennenzulernen. Gleichfalls. Achso, das haben wir schon gelesen. Hey, Alex, Steph hier. Es tut mir so leid. Ich habe Gabe geliebt. Ich kann mir kaum vorstellen, was du durchmachst. Bitte ruf mich an, falls du etwas brauchst. Komm, ruf schon an. Er musste wegen mir atemlos singen. Da war ich sogar mit im Stream. Also viele Streamer haben ja einfach, dass man zum Beispiel Ausrufezeichen SR und dann einen Spotify-Link oder so macht. Ja, aber wie gesagt, ist halt schwer wegen den... darfst im Stream nicht alles an Musik abspielen. Das ist das. Ob man da jetzt irgendwie Ärger bekommt oder nicht, weiß ich nicht. Will es aber auch nicht riskieren. Deswegen lasse ich es halt einfach. Du hast im Titel live falsch geschrieben. Echt? Oh, hoch. Willkommen zurück, Bella. So. Ryan. Alex, es tut mir so leid. Ich hätte ihn retten sollen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du hättest ihn retten sollen. Du konntest ihn nicht retten. Das ging nicht. Du musst mir nicht antworten, aber ich wollte dir bloß sagen, danke, dass du Ethans Leben gerettet hast. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ich ihn verloren hätte. Danke. Es tut mir so leid. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, bitte. Aber was? Geh nach unten. Wir sollen an sich nach unten gehen. Wollen wir ein neues Outfit wieder anlegen? Hey, können wir nicht machen. Danke, dass du hier bist. Rest in Peace, Rechtschreibung. Ach, du. Da habe ich mich schon immer abgefunden bei mir mit der Rechtschreibung. Ja, hat er nur gefragt, was sie zu essen machen soll, denke ich mal. Ich habe mich lang genug und verkochen. Was gibt's Leckeres? Es ich glaube, was Zeit, gut der Sache ist. Endlich auf den Grund zu gehen. Du musst Sonntag essen. Funi, eine Frage. Wann kommt der Kanal nur für mich, wo ich VIP und Mod bin und Guild Wars gespielt wird? Einfach so drei Twitch-Kanäle am Laufen haben. Stellt euch mal vor. Nimm hier wieder das oder das. Oder das. Gibt's hier nicht so eine Vorschau kurz? Ah, du hast okay. Sieht doch ganz nett aus. Bisschen farbenfroher. Obwohl, eigentlich müssten wir jetzt als grau kleiden nach der letzten, ne? Dreckige Kleidung. Ah, komm, sich anzuziehen sollte nicht schwer sein. Weil das ist auch immer wichtig und bei dem doch. Spiel. Hier gibt es ja immer so eine kleine Zeit, Quest kann man es nicht nennen, aber so beim ersten Teil war zum Beispiel eine Pflanze auf der Fensterbank und wenn man die nicht jedes Mal gegossen hat, als man da vor Ort war, ist sie halt auch irgendwann eingegangen, ne? Kartoffelauflauf, oh. Ich würde sonst zu Besuch kommen. Da würde ich mich sehen. Oh ja, ich hab's mir schon. So, jetzt. War doch gar nicht so schwer.
Siehste, das hatte, ja. Ich war anscheinend, ja, das haben wir doch schon gelesen. Das hast du doch halt SMS. Jet ist aber auch echt netter, ne? Jet. Muss ja sagen, es fehlt immer noch so ein bisschen dieses einmal ein reingestammt in der Kneipe. Das haben wir bisher noch nicht. Wir haben zwar immer ein paar Bierchen getischt, aber scheint hier ja normal zu sein. Können hier auch hochgehen, okay. Machen wir gleich mal. Kicktisch. Das haben wir uns ja alle schon angeguckt. Das haben wir uns auch angeguckt. Wenigstens hatten wir noch ein paar schöne Tage. An den Besen. Tut mir leid, dass ich nicht mitgespielt habe, Gabe. Ja, da hätten wir echt mitspielen sollen. Das leider verkackt. Videospiel, Trophäe. Gabe hat das haben wir uns alle schon angeguckt. Viel bedeutet. Wenn das Weiß nicht wäre. Das Weiß stört dich. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut bei dem Pullover, muss ich sagen. Alabama. Welches Bundesland wohnst du? Schleswig-Holstein. Ja. Also, in den meisten Fällen eigentlich von allen anderen weit entfernt. Ich in Berlin. Och komm. Bin ich doch im. Wie lange braucht man? 4-5 Stunden im Zug oder so? Bin ich doch da. Geh doch. Altes Fertiggericht. Aufräumen. Na dann, aber leb wohl, Depressionsmutter. Wie lange leben wir denn da jetzt schon? Um Dinge hätte ich gedacht, ein Tag oder so. Obwohl jetzt ja schon ein mehr wahrscheinlich. Oder zwei, drei. Haben wir geskippt. Ich in Hessen. Okay. Schnitzel, du kannst das auch alles in einem Wort schreiben. Muss das hier jetzt nicht zuspammen, das Ganze. Ich sag ja, wenn man Schleswig-Holstein wohnt, in den meisten Fällen, so gerade auch bei Twitch, so wenn man die Leute so kennenlernt, wohnen die immer woanders. Ich hab noch keinen, der irgendwo, sag ich mal, Hamburg oder so wohnt. Ein Anfang. Die Wohnung ist der Spiegel der Seele. Stimmt's, Dr. Lin? Okay, jetzt fühle ich mich ein wenig besser. Es gibt gerade wenig Grund zum Feiern. Hier unten kann man noch aufräumen. Der Tag mit Gabe scheint eine Million Jahre zurückzuliegen. Es ist nicht mal eine Woche her. Hier? Nein. Aufplatz. Das haben wir uns ja auch eigentlich schon angeguckt. Ich glaube, dann sind wir jetzt hier eigentlich soweit fertig. Ich weiß nicht, ob man hier noch irgendwo aufräumen kann. Denke man nicht. Und dann gehen wir mal hoch, würde ich sagen. So, ja, hoch. Ah, das sind ja noch unsere Dosen. The answer, my friend, is blowing in the wind. Hm, warte an. Ey, aber das hier muss man echt sagen. Das hätte ich auch gern, ne? Den Ausblick, ey. Wenn man hier so wohnen würde. Da dann immer schön mal ein bisschen angeln und so. Wäre schon nice. Wäre schon echt nice. Warum in den Himmel schauen, wenn man sich stattdessen eine Skulptur ansehen kann? Keine Vögel heute. Gabe hat diesen Ort wirklich geliebt. Gabe war schon voll der Dad. Und vor allen Dingen hier auch so Grillpartys und so wären auch nice. Das Ding liegt schon eine Weile hier. Ist das nicht von Steffs alter Band? Steffs alter Band? Okay. Kommen wir dann noch. Ah, guck mal hier. Du könntest auch hier bleiben. Ich hätte wirklich nichts dagegen. Super, dann wäre ich die einzige Transgender-Person in einer Stadt mit einer Bevölkerung von 4 oder so. Klingt ja toll. Danke, dass du mich nicht aufhältst. Es tut mir leid, Izzy. Es liegt nicht an dir oder der Band.
Ich liebe den Scheiß. Aber ich muss das hier versuchen. Es ist einfach Zeit für etwas Neues. Ich wusste es. Ich wusste, dass das irgendwann passiert. Verdammt. Man sieht sich, Steph. Sie haben wir noch nicht kennengelernt, oder? Mit zum ersten Mal davon gehört, oder? Ich wette, mit Gabe hätte sogar Golfen Spaß gemacht. Ganz ehrlich, sind hinter sowas irgendwie nicht so meiner, oder? Ist Minigolfen? Hm. Die leeren Dosen, darf man die wegräumen? Oder nur anziehen? Die werfe ich bald weg. Ich schwör's. Wir haben unten alles aufgeräumt, ne? Aber die schmeißen wir jetzt bald weg, oder was? Es hätte noch so viele Sonnenuntergänge für uns geben sollen. Also ich weiß nicht, was du hast, Schnitzel. Ich finde den Pullover schick. Ich habe wirklich geglaubt, dass hier wär's. Endlich. Trotz all der Enttäuschungen habe ich mir erlaubt, daran zu glauben. Ich habe dir echt geglaubt. Voll und ganz. Und ich habe wieder gehofft. Wirklich gehofft. Nach so vielen Jahren. Selbst nachdem ich ausgerastet bin und dich geschlagen habe, hast du dich nicht von mir abgewendet. Du hast da gesessen und gesagt, dass ich kein Wrack bin. Dass ich etwas Besonderes bin und hierher gehöre. Dann bist du gestorben. Und ich weiß nicht, woran ich jetzt glauben soll. Ich weiß nur, dass du wieder weg bist. Und ich noch hier. Allein.